Und ich begrüße Peter Schollatour, zugeschaltet aus Jakarta, Indonesien. Herr Schollatour, 5 Jahre danach haben wir ein neues Koordinatensystem. Eine neue Koordinate, der Iran ist mächtiger geworden. Was bedeutet das? Das ist zu erklären durch den Wegfall des Irak, der sunnitische Gegenspieler der schiitischen Perser gewesen ist. Die sind jetzt weg, sodass also gegenüber einem relativ schwachen Saudi-Arabien die Iraner die Möglichkeit haben, in Zukunft die beherrschende Macht am Golf zu werden. Und das ist natürlich hat eine weltweite Dimension. Wie stark ist dieser Iran wirklich oder wird er überschätzt? Der Iran ist stark in dem Moment, wo es um die nationalen Interessen geht. Wenn es nur religiöse Fragen sind, sind auch die Iraner gespalten und die Liebe für die Mullahs ist nicht groß. Aber wenn sie sich national herausgefordert werden, wie in der Frage der Kernenergie, dann sind ziemlich alle Iraner ziemlich geeint. Das hat man damals auch gemerkt, als Saddam Hussein den geschwächten Iran unter Khomeini noch angegriffen hat. Nun gibt es ja einige sunnitische Länder, zum Beispiel Saudi-Arabien, die warnen vor der Kraft, der neuen Kraft der Schiiten und dem sogenannten schiitischen Halbmond. Wie gefährlich könnte sich dieser Konflikt entwickeln? Das ist, glaube ich, die wirkliche Frage, weit mehr als die amerikanische Präsenz, die ja nur temporär ist. Da wird ein Konflikt ausgetragen zwischen den beiden großen Richtungen des Islam. Bisher waren die Schiiten stets die Unterdrückten gewesen in Mesopotamien. Jetzt ergreifen sie möglicherweise doch die Macht, haben die Macht teilweise schon. Und vor allem, sie greifen ja weiter aus nach Westen zur Hisbollah am Libanon. Eine Frage, die überhaupt nicht unterschätzt werden darf, denn die Hisbollah grenzt unmittelbar an Israel. Herr Schollatour, ist Amerika aus Sicht der islamischen Länder durch diesen Krieg geschwächt? Zweifellos. Amerika hat an Prestige verloren. Amerika hat den Nimbus verloren, eine unbesiegbare Macht zu sein. Die Amerikaner werden niemals eine Schlacht oder ein Gefecht verlieren. Das steht gar nicht zur Debatte. Sondern es ist ein Abnutzungskrieg. Und die Frage, die sich heute stellt, ist, wie lange die Amerikaner auch psychologisch diese Abnutzung, diese War of Attrition durchhalten werden. Und das ist auch die Frage, die sich dem künftigen Präsidenten sehr dringend stellen wird. Was würde denn ein Abzug der Amerikaner aus der Region bedeuten? Also wenn es ein überstürzter Abzug wäre, wäre die Situation heillos, dann würde ein Chaos ausbrechen. Wie ein gradueller Abzug möglich ist, weiß man nicht, denn man müsste erst mal sehen, was aus dem Irak wird, ob er aufgespalten wird, ob eine formale Einheit aufrechterhalten werden kann. Jedenfalls ein ständiges Verbleiben bewaffneter Streitkräfte in Mesopotamien von Ungläubigen, nämlich so werden die Amerikaner ja angesehen, wird kaum von der islamischen Welt geduldet werden. Und im Moment sind die Amerikaner in einer etwas besseren Position, weil die Sunniten sich mehr vor einer schiitischen Vorherrschaft fürchten als vor der temporären amerikanischen Präsenz. Herr Schollatour, 5 Jahre danach ist die Mission gescheitert? Die Mission war ja ursprünglich in Bagdad, einen Leuchtturm der Demokratie zu errichten, der auf den ganzen Mittleren und Nahen Osten ausstrahlen sollte, inklusive einer Regelung des Palästina-Problems. Davon ist natürlich nicht die Spur, genau das Gegenteil ist eingetreten. Und demnach ist das Kriegsziel verfehlt und der Krieg, man muss in aller Objektivität sagen, verloren. Peter Schollatour, vielen Dank nach Jakarta.